Hallo! Ja, wir sind seit ein paar Tagen endlich im Juni angekommen. Ich hoffe, der Sommer kommt jetzt endlich auch bald mal bei diesem Wetter, was die letzten Tage hier in Deutschland los ist. Das ist ja echt nicht mehr lustig. Aber der Mai ist endlich schon mal rum und deswegen zeige ich euch jetzt meine Mai-Favoriten. Mein erster Favorit ist seit ungefähr 2, 3 Wochen ganz klar fast täglich in meiner Dusche zu sehen, und zwar dieser Duschschaum. Ich benutze ihn echt fast täglich. Ich finde ihn so toll. Von Bilou, Splashy Melon. Also ich habe ja mittlerweile fast alle Düfte, oder ich habe alle Düfte, und das ist absoluter Liebling von mir. Das riecht so genial. Also wenn ihr den noch nicht kennt, dann bitte mal dran riechen. Ich habe ihn ja euch ausführlich getestet und vorgestellt in meinem letzten DM-Haul. Das werden wahrscheinlich die meisten von euch gesehen haben. Deswegen ganz große Liebe, wirklich. Dann habe ich einen Nagellack, den ich momentan wirklich ständig eigentlich trage oder beziehungsweise so in diese Richtung. Und zwar habe ich diesen hier von Essie. Diese Farbe heißt Ballet Slippers. Ist so ein ganz helles Rosé. Also es ist schon fast ein Weiß, aber auch kein richtiges Weiß, kein richtiges Rosa. Es ist eher so ein milchiger Ton. Ich habe den momentan auch auf meinen Nägeln drauf. Ist wirklich so ein schöner, milchiger Ton einfach. Und sowas mag ich momentan total. Ich hatte davor Weiß, liebe ich auch über alles, aber diese milchigen Töne mag ich momentan extrem. Und ja, den habe ich jetzt auch schon bestimmt, ich glaube, 1, 2 Wochen am Stück dran. Also ich muss den mal wieder erneuern. Aber auch ganz große Liebe mag ich sehr. Dann habe ich einen Highlighter wieder sehr lieben gelernt. Und zwar den What's Up von Benefit. Ich liebe diesen Highlighter einfach. Also der ist so zum Aufdrehen praktisch, wo man sich dann. Das finde ich halt wirklich sehr gut, dass er hier einmal so eine dicke Seite natürlich hat, wo man dann schön gezielt highlighten kann. Oder natürlich vom Rand her, dass man wirklich eine schöne dünne Linie auf der Na auf dem Nasenrücken zum Beispiel ziehen kann. Dass wirklich das sehr präzise und dünn gehighlightet ist. Das macht die Nase auch nochmal schmäler sozusagen optisch. Es ist ein wunderschöner Ton. Kann ich gar nicht richtig beschreiben. Das ist so eine Mischung zwischen. Das ist eigentlich so ein Champagner-Rosé-Ton. Also ja, noch eher so ein Champagner-Ton. Also richtig schön, mag ich sehr. Diese andere Seite hier, wo dieser Sponge dran ist, den benutze ich gar nicht. Den habe ich noch nie benutzt. Der ist noch komplett neu. Ich verwische das immer mit den Fingern leicht und gebe dann nochmal einen Puder-Highlighter drüber, dass es so richtig fixiert wird und dass da auch nichts mehr verrutscht. Also liebe ich sehr. Ist eine ganz große Liebe. Genauso wie dieses Schwämmchen hier. Ignorieren, dass er gerade komplett schmutzig ist. Von Real Techniques habe ich noch nicht lange, den habe ich mir über Amazon bestellt. Finde ich richtig gut, also mit der Spitze teile ich oder beziehungsweise klopfe ich gerne meine Concealer ein. Für die richtige Foundation habe ich den jetzt noch nicht benutzt, weil ich meistens keine richtige Foundation benutze, sondern eher meine Mousse. Deswegen die trage ich grundsätzlich immer nur mit dem Pinsel auf. Aber für den Concealer habe ich den schon benutzt und vor allen Dingen finde ich den super, weil er hier diese flache Seite hat und damit bake ich immer. Also man sieht schon hier das weiße Puder. Damit kann man halt wirklich super, dadurch, dass es wirklich einfach gerade ist, wirklich schön alles draufsetzen, das ganze Baking-Puder sozusagen. Und das finde ich richtig klasse. Also den benutze ich jetzt momentan auch ständig. Wenn ich baken möchte, dann benutze ich eigentlich immer den. Dann habe ich wieder auch lieben gelernt. Also ich habe eine Zeit lang jetzt wirklich so eher mich natürlicher geschminkt gehabt und habe dann immer nur ein Puder für meine Augenbrauen benutzt, damit es sehr natürlich ist. Aber die letzte Zeit habe ich es wieder lieben gelernt, wirklich auch mit dem Stift als erstes sehr präzise nachzuziehen und dann nochmal mit dem Puder drüber zu gehen. Und dafür liebe ich am allermeisten diese Augenbrauenstifte von Anastasia Beverly Hills, die Brow Wiz. Und den habe ich hier einmal in Dark Brown und einmal in Medium Brown. Wobei ich sagen muss, momentan brauche ich definitiv Dark Brown. Medium ist mir definitiv zu hell. Wenn ich es sehr natürlich mache, mag ich den Medium sehr gerne hier vorne und Dark dann so ab der Mitte bis nach hinten hin. Aber momentan benutze ich ausschließlich diesen Dark Brown und ich liebe diese Stifte einfach. Die sind so toll. Wirklich sehr dünn. Ich glaube, habt ihr jetzt auch schon tausendmal gehört, die sind einfach fantastisch. Und was ich bei denen vor allen Dingen richtig liebe, ist dieses Kämmchen, was die hinten dran haben. Weil das ist richtig schön festgebunden, dass man schön auch wirklich durchfahren kann. Weil die meisten sind so sehr weich, dass man das irgendwie, keine Ahnung, dass es eher rumwischt, als dass es richtig schön durchkämmt und schön verblendet. Also das mag ich bei denen auch richtig ganz große Lieblinge. Dann ein weiterer großer Liebling, den habe ich jetzt frisch gekauft, mein Hydrofogal. Mein Hydrofogal benutze ich ja schon seit ich denken kann, schon ewig und 3 Tage, in Sprayform allerdings. Und im Sommer oder beziehungsweise in den wärmeren Jahreszeiten benutze ich ganz gerne
eben diesen Stick hier. Das ist wirklich so eine gepresste Masse. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt nennt. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nichts Gelartiges, nicht so wie so ein Roller, sondern wirklich so eine, so ein gepresstes, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Sieht schon seifenförmig aus irgendwie. Keine Ahnung, so cremig halt eben. Kann man hochdrehen. Und das finde ich irgendwie pflegt richtig, richtig gut. Also das habe ich euch ja in meinem DM-Haul vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich den im letzten, nee, im vorletzten DM-Haul müsste ich den gezeigt haben. Genau, im vorletzten. Da habe ich euch schon gesagt, ich finde im Sommer ist das irgendwie besser, weil es pflegt nochmal schön und ist dann sofort auf der Haut und zieht irgendwie ein. Beim Spray habe ich manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie schon am Schwitzen und mache dann auch noch diese Nässe da drauf und schwitze dann irgendwie gleichzeitig und keine Ahnung. Ich finde den irgendwie besser und gerade für die heißen Tage finde ich den richtig, richtig klasse. Als nächstes meine absoluten Favoriten diesen Monat, also wirklich. Ich habe im vorletzten DM-Haul 2 dieser Lippenprodukte gekauft und im letzten DM-Haul wieder 2 dieser Lippenprodukte, weil ich so begeistert war. Und zwar ist die Rede von den Trended Up Lip Color, wie auch immer die heißen, diese Ultimate Matte Lip Creams, also diese Lippenstifte sozusagen in Creamform, die dann aber matt trocknen. Und die sind so, 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 so gut, Leute, wirklich. Also, wenn ihr eine günstige Alternative sucht zu diesen ganzen High-End-Sachen, die es momentan gibt, kann ich die euch wirklich nur ans Herz legen. Ich benutze die echt fast täglich. Ich finde die so, 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 so klasse. Also, die haben schon fast meine MAC-Lippenstifte abgelöst. Wirklich. Also, die habe ich euch auch in meinem vorletzten Video, glaube ich, vorgestellt, also in meinem DM-Holz jeweils hatte ich nämlich den in dem vorletzten 2 Stück geholt und in dem letzten 2 Stück geholt, weil ich so begeistert davon war. Also wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Dann habe ich 2 Brillen jetzt schon seit längerem, aber ja, sind jetzt so erst so seit 1-2 Monaten richtig zum Einsatz gekommen. Und zwar einmal diese hier, ich ziehe sie gerade mal an. Die finde ich richtig klasse, die hat hier oben so ein schönes Gestell und die habe ich von Primark gekauft, finde ich richtig genial. Und dann noch eine 2. Brille, die so ähnlich ist, allerdings doch noch ein klitzekleines bisschen anders. Die ähnelt ein klitzekleines bisschen dieser Dior-Brille, die auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr angesagt war oder immer noch ist. Die hat hier oben halt eben auch nochmal so einen Steg und die habe ich vom AliExpress gekauft. Da werde ich euch auch die Internetseite in die Infobox verlinken. Und mein letzter Favorit, ganz überraschend, muss ich wirklich sagen, ist dieses Produkt hier von Garnier. Das Micellenreinigungswasser All-in-One Waterproof. Ich muss sagen, ich habe meine Augen nie mit solchen Micellenwassern abgeschminkt. Also ich schminke meine Augen grundsätzlich immer erst mit so einem Abschminktuch ab, wirklich ganz gründlich und noch so ein bisschen am Gesicht und dann fange ich an mit dem Wattepad nochmal überall drüber zu gehen, aber bei den Augen nicht. Da gehe ich tatsächlich nur mit meinem Rosenwasser richtig gut drüber. Und deswegen habe ich das nie benutzt. Aber das hier ist jetzt extra sowas, was mich interessiert hatte, ob das wirklich Augen-Make-up richtig runternimmt. Und Ölsachen muss ich auch noch dazu sagen, da bin ich gar nicht der Favorit von. Ich habe schon so viele ölige Sachen probiert zum Abschminken. Das war bei mir persönlich immer total der Fail. Also gerade dieses Abschminköl zum Beispiel von Balea wurde ja total gehypt oder sehr, sehr oft in die Kamera gehalten. Hatte ich mir geholt, habe ich ein einziges Mal benutzt und ich fand das so, 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 so schlecht. Weil ich mit Öl, ich mag diese Konsistenz einfach nicht. Es sei denn, es ist ein richtiges Hautöl, was dann richtig einzieht. Aber zum Abschminken fand ich Öl eine Katastrophe. Und bei dem hier ist es jetzt allerdings so, ich wollte es einfach mal ausprobieren und ich muss wirklich sagen, es ist zwar ölig, aber dadurch, dass man es ja schüttelt und mit dem Micellenwasser sozusagen verbindet, ist es nicht mehr so krass ölig. Also es hat ja dann so eine milchige Konsistenz. Da muss man auch wirklich immer drauf achten, wenn man es gerade auf dem Wattepad gegeben hat und man dann anfängt, sich abzuschminken und dann merkt so, okay, ich bräuchte vielleicht noch ein zweites Wattepad, da muss man echt nochmal schütteln, weil das hatte ich nicht gemacht. Und dann beim zweiten Wattepad habe ich schon gemerkt, aha, da hat sich schon wieder oben ein bisschen Öl gesammelt und das zweite Wattepad hat mir dann wiederum nicht so gut gefallen, weil ich schon gemerkt hatte, das fängt dann halt direkt wieder an, sich aufzuteilen. Das Öl fließt halt nach oben, deswegen, das war aber mein Fehler sozusagen beim ersten Mal. Aber ich muss wirklich sagen, das nimmt das Make-up so gut runter und vor allen Dingen hat es bei mir nicht in den Augen gebrannt. Das ist bei mir nämlich so ein Problem. Alle Abschminksachen, die für die Augen extra gedacht sind, brennen bei mir in den Augen. Auch vor allen Dingen viele Abschminktücher, diese ganzen teuren Abschminktücher, die von jedem so geliebt werden, egal ob es BB oder Nivea oder Co. ist, bringt bei mir gar nichts. Sie brennen bei mir sowas von in den Augen, das glaubt ihr überhaupt gar nicht. Deswegen war ich bei dem hier sehr, sehr gespannt und ich hatte wirklich ein starkes Augen-Make-up und habe mich damit komplett abgeschminkt. Also Augen und das komplette Gesicht. Und es hat das Make-up wirklich sehr, sehr gut runtergenommen. Kann ich echt nicht sagen. Es hat nicht gebrannt.
Also mein Go auf jeden Fall. Ich habe es jetzt noch nicht so oft benutzt. Ich habe es jetzt ungefähr, würde ich sagen, so eine Woche benutzt. Und ich bin damit wirklich zufrieden. Also dadurch, dass es in meinen Favoriten drin ist, muss ich es lieben. Und ich kann dafür auf jeden Fall ein Go geben. Ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt. Und ich sehe gerade, ich habe noch eins, hatte ich vergessen. Und zwar, die kaufe ich jetzt schon eine ganze Weile in verschiedenen Versionen. Und ich dachte mir, ich muss die euch jetzt mal zeigen, weil die so gut und so günstig vor allen Dingen sind. Und zwar sind es solche Gelkissen hier für die Schuhe zum Einlegen. Da gibt es verschiedene Versionen von, in dünnen Streifen, dicken Streifen für die ganzen Schuhe und so weiter. Und ich liebe diese hier besonders. Das sind solche richtigen Zungen hier sozusagen. Und ich mache das so, dass ich die hier immer abschneide. Also dieses untere gebrauche ich eigentlich gar nicht. Und dieses hintere benutze ich dafür, um das hinten in die Schuhe reinzulegen. Also man sieht es hier schon, das macht man eigentlich hinten in die Schuhe. Kennt ihr bestimmt, wenn hinten neue Sportschuhe, neue Ballerinas, die sind der Tod so, so oft und deswegen, das ist immer meine Rettung. Ich liebe das einfach. Und hier ist es so abgebildet, dass eben diese komische Schlaufe hier unten noch nach unten geklappt wird. Aber dann habe ich bei mir gemerkt, ich stehe dann da hinten so drauf und das hat mir irgendwie nie gefallen. Deswegen habe ich die hier einfach ganz normal abgeschnitten und nur das hintere Teil benutzt, um das hier halt hinten so reinzuklemmen in die verschiedenen Schuhe. Die gibt es ja mittlerweile überall zu kaufen, aber sind oft sehr, sehr teuer. Und ich habe die jetzt seit einer ganzen Zeit, kaufe ich die beim Teddy. Und die kosten dort nur 1 Euro. Also die sind auch vor allen Dingen, die sind zwar schon ein bisschen, also wie soll ich sagen, die sind nicht super weich, dass sie gar nichts bringen, aber die sind auch nicht mega hart. Ich habe schon wirklich sehr, sehr teure gekauft, die super hart waren und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann lieber die neuen Schuhe anziehen und mir der Blasen laufen, als diese Dinger zu tragen, weil ich die teilweise sehr unangenehm fand. Aber bei denen ist es gar nicht so. Das ist so eine gute Mischung zwischen hart und weich. Also mega. Ich finde die super, super gut. Deswegen, die wollte ich euch unbedingt mal zeigen. So sehen diese Verpackungen aus und die gibt es dann in verschiedenen Größen, Versionen und so weiter und kosten halt, wie gesagt, nur 1 Euro. Also wenn ihr Probleme damit habt bei neuen Schuhen, schaut die euch echt mal an. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das war's jetzt aber. Das war mein letztes Produkt. Ich hoffe sehr, dass euch meine Favoriten gefallen haben. Falls ja, würde ich mich super über eure Daumen hoch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!